to Berlin, Germany has been from the very beginning one of the strongest supporters of this initiative. And I'm delighted to welcome the Chancellor, Angela Merkel. Angela, schön, dass du bei uns bist. Du hast das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Ursula, liebe Kollegen und Freunde. Ich bin sehr froh, heute für Deutschland mit bei dieser Konferenz dabei zu sein, denn sie zeigt ein Signal der Hoffnung in so schwierigen Stunden für viele Länder und sagt uns, dass diese Pandemie eine globale Herausforderung ist und dass wir sie deshalb auch nur global besiegen können. Und alle, die heute mitwirken, verpflichten sich diesem Ziel, gemeinsam an einem Impfstoff zu arbeiten, Medikamente bereitzustellen und diagnostische Mittel. Und Deutschland ist sehr gerne und aus Überzeugung dabei. Die G20 haben diese Verpflichtung abgegeben, sich zu engagieren. Sie verkörpern immerhin 80% des Bruttoinlandsprodukts der Welt. Und ich bin der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sehr, sehr dankbar, dass sie die Initiative ergriffen hat und alle Akteure, ob aus dem politischen, dem privaten, dem Stiftungsbereich, zusammenzunehmen. Ich bedanke mich bei der WHO und bei den Vereinten Nationen, dass sie diese Veranstaltung so unterstützen und dass wir jetzt bereit sind, auch neue Wege zu gehen. Wir müssen flächendeckende Tests für möglichst viele Menschen auf der Welt bereitstellen. Wir brauchen Partnerschaften, insbesondere mit unseren afrikanischen Freunden, aber auch mit vielen anderen Ländern. Wir müssen neue Wege gehen, wenn es darum geht, einerseits den Impfstoff zu entwickeln, ihn aber gleichzeitig auch schon die Produktion von diesem Impfstoff vorzubereiten. Und wir tun dies alles aus einem gemeinsamen Ziel, möglichst vielen Menschen Gesundheit zu ermöglichen angesichts einer solchen Pandemie. Deutschland fühlt sich diesem Ziel verpflichtet. Wir werden uns mit 525 Millionen direkt an dieser Pledging-Konferenz beteiligen und wir werden unsere Verpflichtungen für die globale Gesundheit insgesamt mit etwa 1,3 Milliarden Euro auch weiterführen, sei es, wenn es um Gavi geht, um den Ausbau eines Gesundheitssystems, das stärker ist, vor allen Dingen in vielen Ländern des Südens. Und wir werden auch unsere humanitäre Hilfe erhöhen, denn wir wissen, dass diese Pandemie dramatische Auswirkungen hat. Zum Beispiel, wenn wir einfach nur schauen, dass in Afrika jetzt die Malaria-Erkrankungen zunehmen. Also die Schäden, die durch diese Pandemie ausgelöst werden, sind viel vielfältiger als nur diese Pandemie selbst. Ich finde dies in einer Zeit, in der wir nicht immer multilateral so zusammenarbeiten, wie ich mir das wünsche, ein ganz wichtiges Signal heute. Es ist eine Stunde der Hoffnung. Ich danke allen, die dabei sind. Deutschland wird sich tatkräftig einbringen, alles verfolgen. Und wir wissen, dass dies nicht die letzte Konferenz war und dass noch mehr Anstrengungen nötig sein werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Vielen Dank, Angela. Das ist beeindruckend. Das gibt uns Schwung. Und wie du es gesagt hast, das gibt uns Hoffnung. And now from Germany we go to Tokyo.